Recht herzlich willkommen zur 51. Folge von Simotrans Kooperation. Ja, da sind wir drin. Ne? Wir haben hier zum Beispiel schon was zu tun. Wir müssen nämlich ein paar Bushaltestellen erneuern. Und da fangen wir einfach hier mal an. Ich zoome mal ein ganz klein bisschen raus. Und dann machen wir das Straßenwerkzeug mal auf und fangen hier an, schon mal Straße zu verlängern. Bushaltestelle zu setzen, und zwar hier. Wunderbar, passt auch, genau abgedeckt. Depot hin. Könnte man da einbauen, ne? Soll man das mal tun? Ja. Lupe ist gleich ausgewählt, dann da eine Pferde gespannt. Mit der Kutsche. Und zwar Fahrplan von dort nach dort. Neue Linie ist das. Stadtbus Wolfsburg. WOW. Passt. Und starten, und ich glaube, da können wir gleich den Reiter auch noch draufsetzen. Für die Post. Startet auch. Gut, Wolfsburg haben wir schon gemacht. Eine Linie wollte ich nicht, sondern Liste wollte ich. Und zwar die Städteliste da. Und dann nicht nach Namen, sondern nach Einwohner. Und absteigend. Gucken wir erstmal in Hamm rein. Oh, da sieht es ja schon richtig gut aus hier. Da oben wird noch was gebaut. Hier wird was gebaut. Hier gucken wir mal gerade rein. 5 von 6 ist besetzt. Ich wollte aber nicht die Kutsche haben, sondern den Bahnhof. So, da wollen wir nach Hamm Monument. Hamm Monument ist dort. Da warten sogar welche in die andere Richtung. Ja, da bin ich jetzt am Überlegen, aber ich glaube, das machen wir da mal. Hamm Monument. Ja, welche Linie ist denn das? Das sehen wir hier am besten, oder? Stadtbus Hamm Linie 1. Stadtbus Hamm Linie 1 ist das. Fahren alle rote Zahlen ein. Ja. Muss einfach noch was drauf, ne? Muss dies da. Ich mache einfach mal 3 dazu. Wenn es jetzt auch 4 sind, ist auch egal. Hätte ich ja vielleicht mal so machen sollen. Starten wir. Ja, komm. Dann können wir den letzten auch noch starten. Und diesen setzen wir woanders drauf dann. Wo wollen die denn anderen alle hin? Hamm Monument und die anderen nach Hamm Albert Schweitzer Straße. Wo ist denn die Albert Schweitzer Straße? Die ist natürlich mittendrin, ne? Das passt ja auch gut. Und die anderen sind über Hamm Albert Schweitzer Straße. Die anderen über Hannover Rathaus. Die fahren mit dem Zug Bielefeld Rathaus. Okay. Und das heißt, hier gibt es eigentlich gar keine andere Haltestelle, die jetzt interessant ist, außer die. Und dann geht er da auch noch raus. Ja. Post ist jetzt nicht so entscheidend. So, der ist schon offen. Das ist dort. Und hier sind noch 11 Säcke Post, die auch noch durch die Gegend wollen. Die wollen alle Hamm intern. Einer über das Rathaus.
7 Sack Post. 11 Sack Post warten jetzt an der Stelle. Gut, machen wir das mal zu hier. Da ist jetzt keiner mehr drin, das ist auch gut so. Hier bewegt sich ein Pferdchen. Also der Sackpost. Und da ist auch einer. Dann gibt es noch keinen. Gut, das heißt, wir werden jetzt erstmal kein weiteres Pferdchen mehr einsetzen. Das lassen wir weg. Wir machen da erstmal noch eine Haltestelle hin. Das ist der. Und das kommt dann nach dort. So, damit ist der abgedeckt. Dafür brauchen wir aber nochmal eine neue Kutsche, denn da lasse ich eine gleich fahren. Die mit dem Fahrplan von dort nach dort. Stadtbus Hamm Linie 4. Haben wir. Starten. Automax kommt auch noch drauf. Zack. Ach, den sollte vielleicht noch starten, ne? Gut, haben wir. So, damit ist das Gebäude auch erschlossen. Ist zwar jetzt nur einer, aber, ne? Post läuft da wohl auch, sonst wird es da unten nicht stehen, denke ich mal. Ja, da haben wir auch hier den Reiter da, ne? Der ist auch unterwegs mit 7 Froststücken. Das sieht ja schon ganz gut aus. Sehen wir gerade, fährt er eigentlich plus? Ne, der fährt noch minus ein. Okay, aber das wird bestimmt werden. Kriege ich den Reiter? Ja, der ist aber auch im Minus. Da steht noch einer. Achso, das ist der, den ich gerade engagiert habe. Gut. So, haben wir mal was getan. Das kann weg. Dann gehen wir nach Dortmund. Hier können wir auch was machen. Bushaltestelle setzen nämlich. Ja, super. Nee, doch nicht. Passt noch. Kommt dorthin. Leider müssen wir da die Straße verlängern. Damit das dann noch passt, ne? Und dahin. So, wie hier die Pferdchen langreiten, weiß ich jetzt auch noch nicht. Das müssen wir nochmal gucken. Ah, Dortmund gibt es 2 Linien. Eine da. Und eine Linie da. So, da müssen wir was ändern dran, ne? So, Dortmund Rathaus Bahnhof ist dort unten nach Dortmund. Den lösche ich jetzt mal raus. Dortmund Altstadt, der wird jetzt nur noch so gehen und ich eröffne eine neue Linie. Und zwar geht es dann von dort so lang. Weil das sind ja nur mal 4 Stationen, ne? So, passt. Altstadt da lang. Okay. Das ist Stadtbus Dortmund Linie 3. Gut, und da muss dann noch jemand drauf. Stadtbus Dortmund Linie 3. Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, ob eine Kutsche da reicht. Machen wir mal erst. Und der kommt da auch noch drauf. Starten.
So. Ich gehe von aus, dass diese Kutsche jetzt auf Linie 2 fährt. Das tut sie auch. Das ist voll beladen. Gucken wir gerade mal hier rein. Da warten noch 21 Gäste. Ist ja vielleicht gar nicht so verkehrt, dass der hin und her fährt. Da ist noch nichts los. Liegt aber definitiv daran, dass die Linie da jetzt erst neu eingerichtet ist, wahrscheinlich. Ich hätte erst die neue Linie machen müssen und dann umstellen. Ne? Das wäre geschickter wieder gewesen. So haben wir wieder Zuschauer nicht, sondern Fahrgäste wahrscheinlich verloren. Ne? Da sind die Sackpost. So, wie sieht's hier aus? Ja, nur die ersten 78 wollen hier innerorts weiter. Hofmeierstraße. Die ist hier. Umgekehrt, ja, sind da auch einige, die anders wollen. Haben wir geschafft. Hagen, wie sieht's da aus? Da müsste hier irgendwo was gemacht werden. Das gefällt mir natürlich alles nicht so sehr mit dem Anschluss hier. Der ist so ein bisschen verkorkst gebaut jetzt, ne? Also wir haben da eine Haltestelle und dort eine Haltestelle. Gut, das würde bedeuten, wieso steht denn der da? Warte auf freie Strecke. Ach, weil der da hinkommt. Okay, passt noch. Das bedeutet, Bushaltestelle müsste da natürlich hin. Ist aber nicht schlimm. Da bauen wir gerade eine Brücke rüber. So aber nicht. Eine richtige Brücke gibt's noch gar nicht, ne? Nö. Das bedeutet, dass das noch nicht funktioniert, ne? Ist ja eine Hochstraße. Toll. Das ist es nicht. Ja, das hat ja gepasst, ne? Die Eisenbahn ist jetzt weg. So, jetzt sitzt es erst wieder. Allerdings sehe ich gerade, dass da passt es mit dem... Komm, dann machen wir das da auch. Überschneidet sich hier wegen dem Bahnhof dann halt, ne? Und hier ist auch noch sowas. Dahin. Definitiv Straße umbauen. Und dann da auch noch ein Dingens hin. Und das Depot ist hier. Warte, wir müssen erst die Lupe haben. Sag jetzt nicht, hier fährt nur eine einzige Linie zurzeit. Stadtbus Hagen. Ja. Da hatten wir auch noch eine Bushaltestelle, da muss ja dann auch der Stadtbus Hagen sein, so sieht's aus. Gut, dann müssen wir da jetzt was dran ändern. Ist nur die Frage, wie. Also hier ist ja schon mal eine Linie, da ist eine Linie und da ist zurzeit auch eine Linie. Und wir müssten noch so eine Verbindung so haben, ne? Besser wäre natürlich, die zum Bahnhof hinzubringen. Also hier hin. Ja. Ist ausgewählt? Ja, neue Linie ist auch klar. Das heißt, wir machen mal von da nach da nach da. Hagen-Nordsiedlung.
Ne, das gefällt mir auch wieder nicht. Machen wir nochmal alles weg. Nochmal neu. Von dort, nach dort, nach dort, nach dort. Fertig. Und das ist Stadtbus Hagen Linie. Machen wir da oben eins erstmal. Dann neue Linie. Ist von dort nach dort nach dort und nach dort. Passt. Bus Hagen Linie 2. Und dann die dritte Linie ist von dort nach dort nach dort zurück dahin und dahin. Das ist jetzt so. Passt. Stadtbus Hagen Linie 3. So. Ne, das war jetzt verkehrt, weil das hier rechts offen ist. So, Linie 1 bitteschön starten. Das Linie 2 und starten. Und das gleiche auf Linie 3 natürlich auch. So, und starten. Das funktioniert jetzt. Den setzen wir dann auch auf eine Linie. Starten wir auch. Stellt sich mir gerade nur die Frage, ob auf der anderen Linie noch so ein Pferd drauf ist. Ist es auch. Der fährt jetzt wohin? Schwierig, ne? Ich hoffe, der entlädt und lädt nicht. Aber wir können ja auch nicht laden anklicken. Wir machen gerade einen Tacken schneller. Jetzt muss er noch einen Postsack irgendwo anders hinbringen. Und das hat er auch getan. So, dann zum Depot. Obwohl, zum Depot brauchen wir eigentlich gar nicht. Sondern er kriegt gleich eine neue Linie, ne? Und das war Linie 3, ne? Wieso gibt es Linie 3 hier nicht? Da oben. Okay. Stadtbus Hagen Linie 3. Passt. So. Da ist ein Pferd drauf und eine Kutsche. Da auch. Da auch. So, jetzt müssen dieses Gefährt nicht laden. Hat er gemacht. Das ist gut. Fahrplan dann auf Linie 1 rüber. Okay, passt. Können wir schließen und dann können wir diese Linie löschen. Passt. Okay, damit sind wir in Hagen auch durch. Gucken wir weiter nach Osnabrück. Da ist alles abgedeckt. Essen ist auch alles abgedeckt. Recklinghausen ist auch okay. Münster ist okay. Reutlingen ist okay. Heilbronn ist ein Haus daneben. Wo ist denn hier? Ach, da ist der zweite. Ja. Da ist nur ein Haus daneben. Das
Essen, Reutling, Heilbronn war das so. Nürnberg ist okay. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen, ne? Da passt's. Pforzheim ist auch ein Haus. Regensburg sind die beiden daneben. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge. Machen wir mal in Regensburg weiter. Oder es ergibt sich was anderes, weiß ich jetzt nicht. Ich denke mal, für die Folge soll es reichen. Kurze Übersicht noch vielleicht doch noch mal hier rein. Und zwar so. Wartend. Absteigend. Wer wartet hier wo? Wir haben Monument, ist klar, das hatten wir schon. Göttingen Rathaus, das wird auch nicht weniger. Die wollen alle nach Hannover. Da müssen wir dann überlegen, ob da noch ein Zug drauf kann. Hannover. Dortmund, Hamm. Sind auch ganz viele verteilte. Das ist schön, dass da nicht mehr so ein großer Batzen ist, sondern viele kleine. Das heißt, da müsste man mal gucken. Ja, hier ist noch Würzburg. Sieht dann so aus, als ob da vielleicht doch noch ein Zug mehr auf diese Strecke kann, ne? Ah, den hatten wir ja gerade. Ingolstadt nach Stuttgart hin, 600. Würzburg. Die wollen nach Hannover und nach Erlangen. Ja, gut. Dortmund Kohlezeche. Die verteilen sich dann einzeln, dann ist es ja schon leichter. Ja, Chemnitz ist noch ein bisschen mehr. Nürnberg Rathaus wollen die hin. Erlangen nochmal. Ja, viele Stellen. Stuttgart, da baut sich es auch langsam ab. Haben wir mal 750 Passagiere. Den wollen wir ja über das Rathaus woanders hin. Gut. Das ist okay. Hier gerade reingeguckt, wie das mit unseren Kutschen und so aussieht. Gewinnen, ja, da sind wir etwas schlecht da unterwegs. Aber das sind alles Zahlen, die halb so wild sogar sind, ne? Der macht 6000 plus. Während die anderen wieder 6000 minus. Ne, machen wir mal, das sind ja nur 3000. Also ist das schon okay. Gut, dann würde ich aber sagen, soll es für die Folge auch wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.